So, heute bei dem Schmuddelwetter versuchen wir mal den Bruder von meiner Freundin glücklich zu machen. Ich habe ein kleines Projekt und zwar hat meine Freundin hier dieses Victorinox im Garten gefunden. Das lag wohl jahrelang in der Matsche im Blumenbeet und gestern hat sie es gefunden. Und hier, ich zeige euch mal, ich gebe euch mal einen Eindruck von dem Grad der Verschmutzung. Das ist schon wirklich extrem. Also hier, das ist komplett voll Matsche innen drin. Und die Klinge, die ist auch komplett dreckig und stumpf. Aber es ist zu 99% ein Originales. Das ist ein Victorinox Spartan. Das sieht man hier, hat man Dosenöffner hier und Flaschenöffner hier. Und hier natürlich die große Klinge. Das lag auch mit offener Klinge wohl im Matsch. Und hier hinten auf der anderen Seite ist die kleine Klinge. Hier der Korkenzieher und die Reibale. Und so wie ich es noch erkennen kann, war das mal ein Werbegeschenk von der Firma hier bei uns in der Nähe. Okay, halten wir das mal unter das Wasser. Ja, das ist immer noch. Das muss jetzt erstmal eingelegt werden. In warmes Wasser mit Brühl, damit sich immer alles löst. So, mal sehen, ob sich schon was gelöst hat. Das ist immer noch fest. Seht ihr das? Hier ist noch so viel Matsch und Dreck drin. Auch hier hinten, ich habe geschrubbt. Aber so wirklich geht es nicht ab. Hier zum Beispiel, hier unten. Naja, mal sehen. Okay, ich schrubbe mal ein bisschen weiter. Und später zeige ich das Ergebnis. Nachdem ich nochmal ordentlich geschrubbt habe, ich habe nochmal eine Stunde Zeit investiert, ist mir aufgefallen, hier gerade die Zwischenräume, hier die Spalten, die bekomme ich nur mit Spülwasser und einem Schrubber, bekomme ich die nicht sauber. Und das ist so hartnäckig, habe ich mir gedacht, da schmiere ich das ganze Teil mal mit Ballistol ein. Ich habe jetzt wirklich von vorne bis hinten alle Lücken, Spalten mit Ballistol eingeträufelt und dadurch läuft es jetzt auch viel besser. Mir direkt aufgefallen, es macht auch wieder dieses Victorinox-typische Klackgeräusch. Ihr habt das gehört. Und das eigentlich bei allen Werkzeugen. Hier, der geht noch ein bisschen schwer. Aber ihr seht schon, das ist total beschmiert mit Ballistol. Aber es läuft besser. Hier hinten noch, die laufen auch viel besser. Ganz geschmeidig, fast wie neues. Jetzt werde ich mal komplett das Ballistol mal abwaschen, sag ich mal, und mal in die Lücken gehen, mal sehen, wie viel ich da jetzt noch von dem Dreck rausbekomme. Und weil ich sowieso, ich habe noch von bestimmt diesen bestimmt noch ein Jahr alt, habe ich noch Griffschalen hier. Das ist einmal hier die schönen vom Silvertech. Die hier ist noch komplett neu, die Vorderseite. Und leider ist mir die Hinterseite beim Clipsen, beim Montieren hier an der Stelle mal gerissen. Deshalb können wir die leider nicht verwenden. Und dafür nehmen wir jetzt hier einfach die rote. Die ist ganz leicht gebraucht. Ich glaube, die war mal auf dem Super Tinker drauf, was ich für den Umbau benutzt habe. Nehmen wir einfach die für her. Deshalb versuchen wir jetzt.
jetzt mal die normalen Griffschalen abzumachen. Dafür nehmen wir natürlich stilechten Victorinox. Mal schauen, ob wir hier reinkommen. Ja, schon mal das erste. Zweites auch. Ja, das hatte ich mir nämlich schon gedacht. Hier drunter sieht es aus. Das muss unbedingt sauber gemacht werden. Die kommen in Müll. Ihr seht das. Da müssen wir auch nochmal ordentlich schrubben. Mal sehen, was die andere Seite so hergibt. Müssen wir mal in die Lücke hier reinkommen. Okay, hier ist schwierig. Andere Seite. Ja, hier kann man rein. Bisschen aufhebeln. Ja, da ist es auch schon. Ja, andere Seite sieht ganz genauso aus. Ja, ich weiß gar nicht, was das ist für ein komischer Dreck. Das ist kein richtiger Dreck, das erscheint mir wie Sand. Naja, egal. Jetzt kommt es erstmal unter das Wasser. So, hier, was mir gerade aufgefallen ist. Durch die lange Zeit irgendwie draußen im Dreck hat sich hier richtige Krater gebildet. Also das ist nicht einfach oberflächlich, das ist richtig tief drin. Das sind irgendwelche Vertiefungen, als ob sich da mit der Zeit irgendwas ob das oxidiert ist in irgendeiner Form. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was das hier für Platinen sind, müsste ich mich mal erkundigen. Aber irgendwas ist damit über die Jahre im Boden passiert, dass die sich ein bisschen teilweise oberflächlich aufgelöst haben. Aber ich denke, die Stabilität von der Platine, die ist noch weiterhin gegeben. Ist noch dick genug. Und deshalb benutzen wir die auch weiter. Da kommt jetzt die Griffschale trotzdem drauf. Die Seite hier ist erstaunlicherweise komplett noch, ja, die ist noch komplett frei. Also hier sieht man überhaupt nichts, bis auf den Dreck. Aber die ist überhaupt nicht oxidiert. Hier schon. Das ist natürlich, das ist wirklich komisch. Ob die Seite hier aus einem anderen Material ist als die, keine Ahnung. Naja, mal sehen. Kurzer Zwischenstand. Ich schub jetzt mal weiter.